Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Heute wieder hier bei unserer Villa Rustica. Momentan noch nicht sehr villamäßig, aber wir werden ein weiteres Projekt hier angehen und irgendwann kommt die römische Villa dann schon noch zusammen. Hier in der Mitte haben wir ja unsere Wheat Farm, die hat noch nicht allzu viel produziert. Aber dies ist der Innenhof und darum ist diese Farm hier auch versenkt. Heute machen wir was in diesen Ecken und der größte Teil der Farm wird oberirdisch sein. Aber weil ich nicht allzu hoch in die Lüfte will, werden wir auch etwas runter müssen, wenn denn der Server mitmacht. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier nun einen Raum gebaut mit der Rückwand aus Holz, Decke aus Holz und hier auf der Seite, da haben wir so einen kleinen schmalen Gang auf beiden Seiten. Da haben wir Glas. Und das Ganze, das teilen wir jetzt in zwei Räume. Denn nicht so. So. Wir werden auf der einen Seite werden wir einen Bienenstock haben, wo wir die Bienen vermehren. Und auf der anderen Seite werden wir einen leeren Bienenstock haben, wo die Babybienen dann reinfliegen. Und weil die Babybienen kleiner sind als die großen, werden wir das können sie durch einen Spalt, der einen halben Block groß ist, durchkommen. Und die Babybienen, das ist der falsche, oder nicht? Dieser müsste Bienen drin haben. Die Babybienen, die schaffen es hier durch einen Spalt von einem halben Block durchzufliegen. Und das machen sie, weil auf der Seite da drüben, da gibt es Blumen, hier nicht. Und haben hier ein Fass, da können wir Poppys Mohn reingeben. Das verwenden wir, um die Bienen zu brüten. Dann hier natürlich das hat eher wie ein voller Bienenstock ausgesehen. Sie sollten aber nicht stacken. Wieso? Okay. Und dann eben hier drüben leere, dann muss das dieser hier sein. Und damit die Bienen hier drin bleiben, machen wir hier vorne ein Trapdoor ran. Denn sie können von jeder Seite in den Stock rein, aber sie können nur vorne raus. Und sobald wir sehen, okay, hier drin ist in der Nacht eine Biene, die nicht in den Stock reinkommt, dann wissen wir, yep, der Stock ist voll. Sehr schön. Und so können wir Bienenstöcke ähm,
können wir Bienen vermehren und wir bekommen mehr Bienenstöcke, die wir für die Farm da oben dann brauchen werden. Der nächste Teil ist nun auch schon fertig. Hier, wo die Steinblöcke sind, da kommen dann die Bienenstöcke rein und die können dann hier auf diesen Azalea-Blüten raus, die bestäuben und so Honig generieren und dann zurück in ihren Block. Und über diesen Comparator hier hinten nehmen wir das Signal raus, um festzustellen, wie viel Honig ist da drin. Und wenn wir eine Signalstärke von 1, 2, 3, 4, 5 haben, dann ist der Stock voll. Wir powern diesen Dispenser und nehmen den Honig raus. Und weil dieser hier mit leeren Fläschchen voll ist, werden die gefüllten Honigfläschchen hier unten gesammelt. Und das geht dann alles hier rüber in diese Kiste, wo wir noch etwas anderes drin haben. Und dann da oben werden wir noch ein Modul haben, das wir aber mit Scheren füllen, sodass wir auch Waben bekommen. Hier oben drüber haben wir einen Mechanismus, mit dem wir die Flächen befüllen können. Und wir brauchen etwas mehr Glas, denn all diese Dispenser, all diese Hopper und auch die Kiste hier sollte mit Fläschchen gefüllt sein. Also das braucht noch ein Weilchen und dann das gleiche nochmal eine Ebene höher. Nun ist die Zeit gekommen, die Bienenstöcke hier rein zu platzieren. Aber weil wir vermeiden möchten, dass die Bienen uns gleich verlassen und davon schweben, müssen wir das entweder zur Nacht machen oder wenn es regnet. Und wie ihr da in dem Pfeil in meiner Ferse sehen könnt, die Nacht hier draußen ist ziemlich gefährlich, denn hier draußen ist nicht ausgeleuchtet. Drum werde ich wahrscheinlich auf einen regnerischen Tag warten. Es hat begonnen zu regnen. Somit können wir unsere Bienenstöcke hier rein platzieren. Und dann das Ganze mit Glas vorne durch. Versiegeln. Und das Ganze auch noch einen Stock höher in der unteren Ebene wird es Honig geben und oben die Honigwaben. Und die Bienen sind fleißig am Summen, produzieren Honig und Waben. Und damit können wir auch diese Farm von unserer Liste abhaken. Natürlich müssen wir noch die Gebäudehülle rundherum machen, aber das hebe ich für später auf, bis wir all die Farmen hier platziert haben. Das sollte uns das Leben einfacher machen. Also bis zum nächsten Mal und tschüss!